Auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfs befinden sich außerdem eine SOS-Grund- und Sekundarschule von der 1. bis zur 12. Klasse. Der SOS-Kindergarten in Faridabad wird zu einem Großteil von Kindern aus der Nachbarschaft besucht. Die Schule hat eine Kapazität von 1110 Kindern und steht neben den Kindern aus den SOS-Kinderdörfern auch den Kindern aus der Umgebung offen. Die Schule in Faridabad genießt einen ausgezeichneten Ruf. Dies aufgrund der 64 gut ausgebildeten Lehrer, einer Klassengröße von 22 Kindern sowie gut ausgestatteter Klassenzimmer. For me, I should say I'm a lucky girl that, you know, SOS, that I came to SOS and I'm stable now. Großer Wert wird in der Schule auch darauf gelegt, dass Mädchen die Schule bis zur 12. Klasse besuchen. I left SOS when I was 18. I took admission in Zakir Hussain College. It's a part of Delhi University. Currently I'm working with a bank, with the MNC Bank, Royal Bank of Scotland, as a customer service executive. 2013 haben 98% der Jugendlichen die 12. Klasse abgeschlossen, viele davon mit Auszeichnung. SOS gave me my everything actually, my a family and education, and these days education is very important. In Faridabad wurde das Ausbildungszentrum für SOS Kinderdorf Mütter eingerichtet. On behalf of University of Delhi, we visited SOS Children's Village in India and we prepared a module for enhancing strong mother-child bond in children. The primary purpose of this module was to train the mothers through experiential exercises to develop a strong bond with the children. Neben Pädagogik und Psychologie werden dort auch allgemeinbildende Fächer unterrichtet, wie Ernährungskunde, Erste Hilfe oder Englisch. And I hope we should have more SOS villages in India.